Es mag sich jetzt so ein bisschen komisch anhören, aber nicht strahlender Stahl ist seit den 60er Jahren Mangelware. Wieso man mittlerweile sogar aus den Ozeanen alte Schiffe birgt, um sie einzuschmelzen, um Stahl für medizinische Geräte, zum Beispiel für CT/MRT, gewinnen zu können. Der alte russische Panzer mit noch älterem Stahl strahlt auch wenig. Eigentlich wird dieser Stahl von der Medizin dringend gebraucht. Also wäre es optimal, diesen Panzer einzuschmelzen, und den Stahl kann man dann zu medizinischen Geräten verarbeiten. Finde ich ehrlich gesagt auch sehr geistreich. Also ionisierende Strahlung, radioaktive, wie auch nicht ionisierende Strahlung, hat der Stahl von dem Panzer hier kaum.